Hallo Leute, gestern habe ich zusammen mit Mu und Remix das EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn geschaut. Leider durften wir das Spiel nicht zeigen, deshalb haben wir diesen geilen Live-Ticker eingefügt. Dazu hatte ich noch einen Knopf im Ohr und habe immer wieder verschiedene Aufgaben von Julius und Tobi bekommen. Viel Spaß bei den Highlights. 54, 74, 90. Hallo? Was für Jahr haben wir? 2021. Max, hörst du uns? Ja, ich höre euch. Wie geil. Ein paar Tipps in den Chat. Ja, lass mal wetten. Ich glaube 5-1. 5-1? Ich hab 4-0 gesagt. 4-0 ist Schwachsinn. Geil. Ist Alter, cool. Max, das ist eine richtig geile Watchparty, oder? Ja, ich weiß. Ich find's tatsächlich auch sehr geil. Alter, komm her. Nein, ich doch, bin direkt der Hautausschlag davon, Alter. Du kriegst den Hautausschlag, du bist Deutscher. Falsch rum. Schwarz, Rot, Gold ist richtig, ne? Das klappt gar nicht, dein Haut ist viel zu fettig. Mach dir auch eins, warte, ich mach dir auch noch eins. Oh Mann, ich will ein cooles Bild, aber ich find's nicht. Geil. Woher wusstest du, dass ich Deutscher bin? Alter, was ist das denn Geiles? Oh, Digga, guck mal. Ey, bei mir schiebt's gerade anders. Ich bin so im EM-Fieber, ne? Digga, ich fühle ja gerade Deutschland, EM, alles so sehr, ne? Deutschland! Wo bin ich hier gelandet? Ah, ist ganz lustig. Was ist das denn? Okay, hier. Es wurde übrigens. Foul! Ey, glaubt ihr, es gibt einen Spielerbruch wegen dem krassen Wetter? Es soll doch hageln, ne, später. Hageln? Ja, es soll auch scharf. Tennisball, große Hagel soll kommen. Und Schafe soll es auch regnen. Schafe ist auch scharf geregnet, ja, ja. Das hätte auch drin sein können. Wieso spielt hätte ich gefühlt das 1-0. Wieso spielt Oliver Kahn bei der WM nicht mit? Es ist ein Fehler aufgetreten. Versuche es später nochmal. Bei der WM? Warum spielt er nicht mit? Weiß ich auch nicht. Bei der WM? Ja. WM? Ja. Warum spielt er nicht mit? WM? Ja. Max, warum spielt Oliver Kahn nicht mit? Der spielt die nächste WM sogar wieder. Okay. Obwohl, wie alt ist der? Wer meint für jetzt? Manuel Neuer? Neuer? 32? 33? Neuer ist 33, ja. 32 Hallo. Ist der. Da liegt einer. 35 schon? Krass. 35? Oh nein, Kimmich am Boden. Nee, der ist 33. Wie alt ist Kimmich? Ja, für alle, die sich fragen, wo man es sehen kann, da ist die ganze Zeit ein riesen langer. Der Link ist im Chat. Der Link ist im Chat, Leute. Ich muss mal ganz kurz in die Bildschirmaufnahme machen. Du siehst so scheiße aus, Alter. Die ersten 10 Minuten sind ein bisschen hilflos tatsächlich. Also irgendwie zwei Torchancen waren jetzt da. Aber es ist nicht diese gewöhnte Pace, den man jetzt auch bei Portugal irgendwie hatte, oder? Also pass auf, gleich kommen zwei Dinge aneinander. Ich sag gleich, kommen zwei Tore in 8 Minuten. Weil, wenn man ich sag auch, wenn wir eins schießen, kommt direkt danach. Ja, das ist aber immer so. Das haben die Deutschen müssen warm laufen. Ja. Das ist so, das ist immer so. Das geht nicht. Das ich schreib den später mal auf Instagram. Mach mal. Oh? Oh! Oh, was? Oh mein Gott! Oh mein was? Gott! 1-0 Ungarn? Das, was nicht ausreden darf, ist. Oh mein Gott, Digga, jetzt beginnt das Zittern. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich will ja nicht pushen, ne, aber. Das hat Ginter gut verkackt. Ginter hat die schlechteste Flanke des Lebens gemacht. Digga, guck mal, wie die ausrasten. What the fuck? Scheiße, oh mein Gott. Ey, hallo, was ist denn mit dir? Frankreich? Ist das nicht auch ultra heftig? Was sagst du? Das Spiel Portugal-Frankreich, das ist doch ultra insane. Das ist insane. Guck mal, Digga, wie clean das gespielt gewesen. Was für ein geiles Kopfballtor, holy sch. Komisch. Digga. Schreib den bitte auf Instagram. Er hat dir den Ball geschenkt und dann hat das Abseits aufgehoben. Digga, was ist denn mit deiner Hand jetzt? Was hallo. Denn? Ja, Bro, es ist überspannend. Ja, ja. Verdammt. Alter, der schießt einfach. Irgendwie ist das nass, da ballert Deutschland nicht so, oder? Ich würde es nicht ausziehen, wirklich. Mach's nicht, du wirst gebannt. Oh mein Gott, mach's nicht. Oh, ich dachte, ich hab mein ganzer Fuß ist voller Kacke. Naja. Guckt euch mal an, wie Ginter das Abseits aufhebt. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Er geht nach vorne, macht den Digga, und Neuer war auch noch dran. Spiel und macht dann hinten hinter das Abseits auf. Das habe ich ja noch nie gesehen. Wer wäre Ersatz? Ganz viele. Echter Verteidiger. Kommt Havertz. Oder schnell. Ja, Havertz ist schnell. Havertz ist sehr schnell. Was? Warum rutscht da keiner rein? Wieso rutscht da keiner rein? Was ist denn? Was ist das für ein Rumgekicke? Ich hab dieses Ding in die Hand genommen. Was macht, was ist, weil es nass ist? Digga, was ja, glaube ich ist, auch, ne? Kommt da. Deshalb hat der auch den Kopf benutzt, das ist OP. Das darf der gar nicht. Wenn das 5-1 ausgeht, rasiere ich mir meine Haare komplett ab. Echt? Ja. Das ist geil. Aber würdest du es auch machen, Max? Es wird nicht nein, passieren. Ich guck mir das dann an, wie er das macht. Okay. Wenn Deutschland 5-1 gewinnt, rasierst du deine Haare komplett ab. Das finde ich geil. Oh, eine Latte! Das kann nicht sein! Was? 1A Latte. Ich bin so pissed. Wie können die ganz normal weiterspielen? Ich wäre erstmal richtig pissed. Groß! Boah, ich wäre so sauer. Ja. Dass die noch weiterspielen können. Ich würde vom Platz gehen. Ja, jetzt sind die da, guck mal. Aber man muss doch sagen, Belgien mauert hier extrem, ne? Wer mauert? Hä? Wer mauert?
Belgien. Die sind hier, die stehen krass, die stehen krass. Oh! Der Strubbel dachte, die spielen heute gegen Uruguay, übel lost. Ich hab das in der Story gesagt. Ich hab gestern gesagt, morgen spielt Deutschland gegen Ukraine. Es ist aber auch schwer, Digga. Wer steht bei Belgien gerade im Tor? Wie heißt der? Immer noch Gulaschi. Gulaschi. Guck mal, das Wetter da. Bei Belgien? Ja. Ich hätte Hummels auch gegönnt. Günther Netzer, Rudi Völler. Walter Frosch, kennst du den, ja. Schnurrbart? Ja. Guter Junge, immer guter Junge gewesen. Was haben sie da? Zigaretten. Thema vor, Frankreich fliegt am Ende raus. Ich glaube, es geht gar nicht. Deutschland hat den teuersten Kader. Nee, weißt du nicht. Nein, ich glaube nicht, dass Deutschland den teuersten Kader hat. Ich glaube, es ist Frankreich. Er schreibt das. Da müsst ihr aufpassen. Aber was man auch nicht vergessen kann, darf Portugal ist ja auch aktueller EM-Meister. Was laber ich? Europameister, ja. Ja, gut, aber das sagt ja nicht unbedingt über die Qualität aus. Sind also nicht schlecht, ja, ne? Na klar, ist Portugal nicht schlecht. Klar, sicherlich, aber also im Gesamtkader ist das natürlich ja nichts, was eigentlich gegen Frankreich, sage ich mal, oh, er hat gut hochgenommen. Aber das Ding ist halt, Mbappé ist egal, wie schnell der ist, Ronaldo hat mehr Pace bei FIFA, das ist ganz wichtig. Hat er nicht? Nee, hat er nicht. Nee, nicht mehr. Ich weiß sowas im Gegensatz zu dir. Ja, ja. Halt Ahnung, ne? Oh, Ginter. Und wieder Ball verloren, wieder. Kann man ja Ginter ist ein bisschen lost, oder Max? Und Ginter rein zusammenschneiden, diesen Geld, das ist ja gar nichts. Da kannst du auch ein neugeborenes Kind da hinten hinstellen. Ja, weiß ich nicht, Alter. Boah, hätte ich keinen Bock darin zu spielen. Du? Nö. Jetzt in dem Regen, Max, oder? Nö. Digga, schrecklich. Regenmatches sind schon nice. Wir haben diesmal eine Vierer-Abwehrkette, oder Max? Ja. Dreier-Abwehrkette. Ja. Da liegt wurde, einer. Das wird doch krank kritisiert, oder? Ja. Hallo. Wer war das? Wer war das, Max? Das ist der krass. Es ist doch immer wieder der. Es ist jedes Mal der gleiche Spiel, Attempt. Aber guck mal, es ist wirklich. Nach wie von nee. Fünf Leuten gedreht. Ja, genau das ist es halt. Es ist jedes Mal der gleiche. Es ist immer der gleiche Versuch nach Schema A und B und C. Es ist immer das gleiche. Und. Ich spiel mit 11 Mann im Strafraum. Da kannst du nichts machen. Jawohl. Komm. Schön. Nee, da ist nichts, jawohl. Weil da steht wieder keiner in der Mitte, Mann. Komm. Nein. Komm. Das ist doch was. Da steht doch noch rechts. Dicker. Es ist immer das Gleiche. Über beide sind 68%. Haben es sieht so geil aus, der ist so hübsch. Ich habe gerade keinen Überblick mehr. Wir müssen einfach gewinnen, sonst kommen wir nicht weiter. Halbzeit. Ja, das war's. Halbzeit. Ja, das war's. Schade, aber wir hatten auf jeden Fall eine schöne EM. Ne? Ich sag, jetzt werden wir richtig jubeln. Pass auf. Jubel. Jetzt Max, können wir im ganzen Chat mal Jubel haben? Jubelt. Können wir im ganzen Jubel. Chat? Jubel. Alle Chat, Jubel. Schreibt alle Jubel. 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 Ich sag's euch. In den ersten 3 Minuten direkt das 3 erste Tor. 3:1. Regen hat aufgehört, oder? Nachgelassen auf jeden Fall. Ja, Regen, leichte oder? Schauer ja, noch hier noch. In der Allianz Arena. Seitenwechsel 1:0. Die blocken alle. Mann, was für eine Scheiße, Alter. Ich bin immer schon Mann, ich will das Ding drehen. Jagen. Aber Sané macht ein gutes Spiel. Ja, das ist insane, was der für ein Spiel macht. Das ist crazy. Also der ist gut, der ist geil. Ja. Mein Gott. Ausgemacht. Mir reicht's jetzt hier. Ich glaube, es gibt heute noch einen. Ja, Max, ohne Witz, ist wirklich verrückt, wie das hier nervt. Ja, es nervt wirklich. Es nervt abgefuckt. Was würdest du anders machen? Gar nichts. Diese TikTok-Werbung überall. Ja, das ist krass, ne? Verstehe ich aber nicht, dass man da nicht auch mal auf so altbekannte Gesichter zurückgreift, oder Max? Ja, zum Beispiel. Und Philipp Lahm zum Beispiel, ne? Der wäre hier much needed. Philipp Lahm? Mhm. Und der ist ja gar nicht lahm, ist ja schnell. Mhm. Dann bitte die Fahne ab. In Portugal 1 ist in Deutschland raus. Stimmt das? Gündogan hätte schon viel früher ausgewechselt werden müssen, oder? Da hast du recht. Ja, der war mies. Goretzka hat jetzt richtig Bock. 57. Minute, jetzt geht's los. Der ganze Chat feiert, dass Goretzka drin ist. Ja, ist auch richtig so. Was ist denn mit dir? Wirklich? Deutschland verliert und Portugal unentschieden spielt. Deutschland raus. Ach so. Wer wäre denn jetzt gerade Vierter, wenn es 1-1 stehen würde? Ja, Portugal. Meister. Ja, die sind aktuell eh raus. Flug des ersten Platzes halt, stimmt. Bitte, mir ist warm. Portugal 2-2. Dicker, wieder Ronaldo oder was? Das heißt, Deutschland ist wieder raus? Ja. Oh mein Gott. Sehr spannend. Schön. Da kommt auch schon. Yes, Mann! Ja, Mann! Was ist jetzt? War alles okay. Wichtig und richtig. Oh, war das ein Scheiß. Richtiges Fieber-Tor. Ja, ich kann jetzt laut schreien. Das ist weh. Ganz wichtig. Ganz, ganz, ganz. Was für ein Scheiß. Tor. Boah, Mann, das schlechteste Tor der EM. Ja, das ist scheißegal. Das ist mir egal. Weil es reicht. Es reicht jetzt mit dem Unentschieden. Und jetzt kommt noch Müller. Holy shit. Jetzt kommt Müller. Mit dem Unentschieden. Mit dem Unentschieden reicht es jetzt, ne? Die freuen sich alle gar nicht richtig, oder? Ja, die haben sich verstanden. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Was?
mein Gott! Das kann nicht sein. Oh mein Gott! 2-1 Ungarn. Oh mein Gott! Der 15-Jährige schießt das Tor auch noch. Digga, der ist vorgestern 15 geworden. Wieso spielt der überhaupt? Junge, Alter, das ist doch wie ein Comic, Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Also jetzt, ich hatte gerade mal 1-1, jetzt Deutschland vom zweiten wieder auf den letzten. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Man wird doch Rewe, ich mach nie wieder ein Public Viewing mit dir, Mann. Scheiße. Digga, Max, ich kann nicht, ich geh kaputt. Was macht der Neuer? Warum kommt der Neuer da noch raus am Ende? Ich mach ein Public Viewing und Deutschland ist das beste Spiel seines Lebens. Rewe macht ein Public Viewing und verliert gegen Ungarn. Bitte lass es abseits sein. Nein, natürlich nicht. Es wird unglaublich knapp hier. Mann, das zieht doch nicht so. Jetzt liegt er da, weil er einen Ball gegen... Das ist Wahnsinn, wie die da mauern. Das ist Wahnsinn, wie Ungarn mauert. Verteidigen wirklich mit ihrem Leben. Die verteidigen das Ding mit ihrem Leben. Überhaupt nicht. Die verteidigen es einfach mit 11 Mann im Elfer. Ja, mit ihrem Leben. Deswegen nenne ich das auch Elfer, weil da immer 11 Mann drin stehen. Es fehlt immer wieder die Anspielstation. Oh Gott, wirklich. Jetzt kommt der Konter. Nee, da ist doch der Hummels. Der Hummels ist da. Schade, 2 knappe Kopfballdinger hat Goretzka fast bekommen. Aber wir können nur einen Flank machen. Wie langsam macht der? Da kommt deine ganze Rotze raus. Muss der nicht spielen? Eine Minute den Ball in der Hand gehalten im Strafraum. Moin, na? Setz dich. Digga, die waren so legendär gegen Portugal. Schaut jemand noch parallel das Frankreich-Spiel? Wie läuft's bei denen? Ginter auch raus. Akani hat so Bock. Komm schon, Akani, komm. Der Kuss der Deutschland gewinnen soll. Ja! Ja! Komm schon, EM-Orga hat gesprochen. Wir holen das, komm. Schieß doch! Was ist denn das für ein Rumgeball? Ja! 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 Tut mir leid, Alter. Ich muss Goretzka auswechseln, bitte, Mann. Und jetzt pass auf, jetzt mal. Akadi! WM-Orakel! Alter, meine Herzen. Du wichtig. Und jetzt kommt Müller in Fahrt. Jetzt macht er auch noch ein Tor. Alter. Wir werden Gruppenerster. Halt's Maul, wir werden auch Gruppenerster. Komm, halt ab jetzt. Geiles, ekliges Zeitspiel. Wirklich richtig schön. Jawohl! Ja! 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 Oh Junge, aber was für ein knappes Ding. Ey, das war jetzt das erste Mal, dass wir zusammen so ein EM-Spiel kommentiert haben mit Live-Ticker, allem drum und dran. Es kommen noch 3 weitere. Ja, wir gehen ins Finale, ist ja klar. Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Das sind genau die 3 Spiele, die wir sehen mit Deutschland. Und es wird geil. Ich habe genau darauf gepokert, das wird passieren. Ich kommentiere euch zum Meister, klar. Mega geiler Stream. Ganz liebe Grüße daraus. Ja, geht rüber zu Max. Lasst liebe Grüße da. Ey, danke, Mann. Max, wir sehen uns am Samstag. Ich freue mich drauf. Oh ja, das machen wir. Ich freue mich. Samstag Stream bei Trimax und bei mir und bei Sascha. Ganz wichtig. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein.